Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir zusammen knusprige, leckere Quittenkrapfen. Ein Rezept, das sicher beim einen oder anderen Kindheitserinnerungen weckt. Mit jedem, wo ich spreche, über Quitten sagt, ja, früher meine Mutter, die hat immer Krapfen gemacht oder Marmelade. Darum lassen wir heute die Quitte wieder aufleben. Leider nicht mehr so beliebt, denn viele sagen, es gibt viel Arbeit, diese hier zu schälen. Dass es auch anders geht, zeige ich dir in diesem Video. Was ich hier darauf geachtet habe, es gibt zwei verschiedene Sorten von Quitten. Das eine ist die Apfelquitte und die Birnenquitte. Ich würde dir empfehlen, so eine Birnenquitte zu nehmen, denn die ist aromatischer als die Apfelquitte. Kann man fast nicht auseinanderkennen, aber das hier ist eine Birnenquitte. Die Apfelquitte hat dann unten noch so wie ein Netz, was sieht ein bisschen aus wie ein Kürbis. Die schneide ich mir mal in die Hälfte, in Viertel, schneide gerne in die Mitte rein, von der anderen Seite auch noch und kann dann das Kerngehäuse so rausblechen. Danach nehme ich mir den Sparschäler und kann die wunderbar schälen, problemlos. Dann ist die auch schon geputzt. Dann in kleine Stücke schneiden. Hier musst du nichts beachten, einfach etwa gleich groß. Die Quitten findet man bei uns vor allem auf dem Bauernhof. Die meisten Supermärkte bieten die nicht mal mehr an. Darum gleich zum Bauer gehen. Das sind richtige Vitaminbomben und haben auch einen guten Mineralstoffgehalt. Reich an Kalium, Zink und Eisen und super Vitamine drin. Also richtig gesund. Gebe ich mir gleich in den Kochtopf rein. Gebe ich 75 Gramm Orangensaft dazu, 90 Gramm Zucker und das Ganze köchle ich mir für 15 bis 20 Minuten schön weich. Die sind jetzt schön weich gekocht, nehme ich mir den Pürierstab, alles schön pürieren. Gebe ich noch 10 Gramm weiche Butter dazu. Damit die Füllung dann schön in den Krapfen bleibt, noch 10 Gramm Maisstärke. Und damit die Farbe so schön bleibt, wie sie jetzt ist und sie nicht braun werden, den Saft einer halben Zitrone. Es gibt auch noch eine schöne Säure rein. Alternativ kannst du hier auch noch etwas Zimt beigeben oder Lebkuchengewürz, je nachdem, wie du gerne magst. Dem zurück auf den Kochherd, damit die Maisstärke auch bindet. Jetzt noch einmal kurz aufkochen, aber hier permanent rühren mit dem Schneebesen, denn das kann leicht anbrennen. Jetzt läuft das noch so ineinander rein. Sobald die Maisstärke bindet, wird das dann schön fest. Einmal kurz so aufblubbern lassen, dann ist alles schön abgebunden. Gefäß wechseln. Frischhaltefolie zudecken und in den Kühlschrank geben zum Auskühlen. Das kannst du dir problemlos auch ein, zwei Tage vorher herstellen. Wenn du dir den Blätterteig selber machen willst, das Rezept verlinke ich dir natürlich gerne, dann kannst du jetzt anfangen und am nächsten Tag dann die Krapfen machen. Wenn du ihn nicht selber machen willst, dann kannst du gleich nach dem Auskühlen weiterfahren. Wenn die Füllung ausgekühlt ist, die habe ich mir jetzt noch im Kühlschrank, beginne ich den Blätterteig auszurollen. Ich empfehle dir selber zu machen. Ich weise nochmal auf das Video hin, das ich dir empfehlen kann. Wenn du ihn nicht selber machst, dann würde ich ihn beim Bäcker holen und am besten einen Butterblätterteig, denn die gekauften im Supermarkt haben teilweise fragwürdige Fette drin. Ich brauche hier 450 Gramm Butterblätterteig.
Gebe etwas Mehl auf den Tisch und beginne diesen auszurollen. Auf 2 mm, der muss wirklich schön dünn ausgerollt werden. Je dünner, desto besser. Schauen, dass der unten nicht klebt. Mit genügend Mehl ausrollen. Und was ebenfalls vorteilhaft ist, wenn ich immer schön rechteckig bleiben kann, nicht auf einmal solche Ausbuchtungen habe, immer gleichmäßig ausrollen von allen Seiten. Einmal schön durchlockern, dann zieht er sich noch mal ein bisschen zusammen. Der wird jetzt gestupft, Löcher reingemacht. Ich habe hier ein Stupfgerät, das habe ich aus der Bäckerei zugegeben, für den Hausgebrauch etwas überdimensioniert. Ich kann dir aber auch gerne eins verlinken aus meinem Shop, das etwas kleiner ist, das mehr Sinn zu Hause macht. In der Produktion sind die natürlich super, dann kann man gleich große Flächen machen. Aber du siehst hier, in zweimal bin ich schon durch. Alternativ die klassische Gabel verwenden, um Löcher reinzumachen. Das mache ich jetzt aus dem folgenden Grund, denn ich will hier nicht viel Ofentrieb und darum mache ich die Löcher. Dann geht dann die Luft zwischen den Löchern durch und er geht weniger in die Höhe. Dann nehme ich die Quittenfüllung raus, die ist jetzt schön fest geworden und ausgekühlt. Den Teig hier schneide ich mir in der Mitte durch. Die Füllung hier rühre ich mir noch ein bisschen glatt, schön geschmeidig machen. Kann ich sie dann besser verteilen. Dann unten raufgeben. Die verteile ich mir jetzt und am besten geht das mit so einer Teigkarte. Einfach schön rausziehen. Kann ich eine große Fläche ganz easy bestreichen, schön gleichmäßig, lässt sich perfekt verteilen, riecht auch schon richtig lecker und diese natürliche Farbe ist auch noch cool, das wird super. Dann das andere Teigstück nehmen, hinten ansetzen, der hat es natürlich jetzt ein bisschen gezogen, durch das Aufstreichen, das mache ich einfach mit dem Deckel genau gleich. Schön darüber ziehen, schön passend ziehen. Nehme ich mir gleich ein Backpapier und lege das ganze Teigstück oben drüber. So. Im Anschluss Schüssel, ein Ei reinschlagen, eine Prise Salz dazu. Das mache ich, dass es hier die Hagelschnur, die ist nie ganz glatt, damit es die auflöst und ich das Ei besser verquirlen kann. Und damit das Ganze noch schön glänzt, noch so einen Teelöffel Honig dazu. Dann alles schön verquirlen. Perfekto. Pinsel nehmen, das ganze Teigstück schön anstreichen. Streiche ich mir gleich zweimal an. Oben anfangen, dann noch einmal von oben durch. Die werden jetzt gleich direkt vor dem Backen geschnitten. Dazu nehme ich meinen Ruckzuck, setze hier an, Quadrate, nehme schön die Breite, schneide alles gleichmäßig durch. Den Rand hier kannst du einfach gleich mitbacken, dann hast du was zum Naschen. Hier auch. Schöne Quadrate schneiden. Schön zusammenschieben. Auf ein Backblech ziehen. Und die sind ready für den Ofen. Die werden jetzt bei 170 Grad Umluft knusprig gebacken. Nach 30 Minuten sind die Krapfen goldgelb gebacken, sehen schon richtig appetitlich aus. Und hier ist es so beim Blätterteig, lange genug backen. Die haben sehr schnell Farbe, dann vielleicht besser, jeder Ofen ist wieder ein bisschen anders, die Hitze reduzieren. Mindestens eine halbe Stunde backen, denn das Problem ist, wenn sie nur oben Farbe haben, dann sind sie nicht durchgebacken und sie sind noch so teigig. Wir wollen sie aber richtig knusprig haben,
darum mindestens eine halbe Stunde. Und du siehst jetzt hier auch, die Füllung ist schön abgebunden, die bleibt schön drin, die läuft nicht auf das Blech runter. Genauso muss es sein. Super cool, wunderschöne Kissen sind da entstanden. Da freue ich mich gleich hier reinzubeißen. So, hier breche ich mir gleich eine Ecke ab. Das funktioniert wunderbar, weil wir sie vorgeschnitten haben. Und guck da mal, wie wunderbar die Füllung mit dem knusprigen, durchgebackenen Blätterteig. Genau dieser Biss, diese Knusprigkeit muss der Blätterteig unbedingt haben. Dann kommt diese fruchtige Füllung mit den Quitten, dem Orangenaroma. Super lecker, extrem zu empfehlen nachzubacken. Falls du jetzt sagst, hey, aber so viel kann ich nicht auf einmal brauchen. Blätterteig ist perfekt. Schneid dir die Hälfte, Hälfte einfrieren und dann einfach, wenn du Bedarf hast, nachbacken. So musst du sie an 1 bis 2 Tage essen, sonst werden die wieder ganz weich und schwammig. Nicht mehr unbedingt lecker. Sonst nochmals kurz in den Ofen oder einfach am Teig einfrieren. Das war's. Schreib mir eine Rückmeldung zu diesem Rezept. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Bist du ein Quitten-Fan? Hast du schon mal was mit Quitten gemacht? Da bin ich wirklich gespannt. Rezept zum Nachlesen findest du auf meinem Blog. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Am besten gleich die Glocke aktivieren, dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Blätterteig-Video findest du hier. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.